Schön. So, lieber Thomas, du bist ja nicht nur Bauer, sondern Demeter. Habe ich auch schon gesehen, dass das ganz, ganz was Besonderes ist von der Wertehaltung her. Du weißt, ich gehöre ja zum Fanclub und ihr habt's und ihr habt mir vieles begeistert. Und wir haben uns ja bei der Wanderung kennengelernt letztes Jahr. Wir sind ja 888 Kilometer durch Österreich gewandert und das war so ein schöner Zufall, wo uns jemand zu dir geführt hat und es war eine Begegnung, eine Berührung, ja, eine Vertrautheit, ja, die damit geendet hat, dass wir nicht nach dem Frühstück am nächsten Tag gegangen sind, sondern halb elf, elf. Und es richtig, man konnte es kaum beschreiben in dem Sinn. Aber was vielleicht jetzt das Wichtige wäre jetzt für Gastronomie oder auch für andere Bauern, die Motivation, ihr habt euch völlig gelöst von irgendwelchen Abhängigkeiten von Großkonzernen, ihr habt so eine solidarische Landwirtschaft, ihr habt drei Märkte, wo ihr jede Woche hinfahrt. Du hast eine ganz tolle Beziehung zu deiner Nadia auf Augenhöhe, wo sie euch ergänzt. Also, da ist nichts Hierarchisches, immer gut drauf, alles ist möglich. Thomas, ja, wie zauberst du das alles in die Welt? Ganz einfach, ich bin viel in der Natur und sehe einfach, wenn man mit der Natur gut umgeht, dass dann einfach ein schönes Leben entsteht und ein schönes Schaffen. Und diese Schönheit, die ist, nährt eigentlich deinen Geist und somit hast du die besten Voraussetzungen, dass du Gutes schaffen kannst. Und Natur verstehen, Symbiosen schaffen. Ihr habt so ungefähr 50 Hektar und 8 Hektar, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist Gemüseanbau. Und dann geht es Humusaufbau über die Tiere. Wir haben das kürzlich auch erlebt mit einer Hofführung. Wo ist das Wissen her? Wieso dann das nicht mehr, was ihr da in dem Sinn schafft, wo es wirklich einzigartige Lebensmittel und wir haben die Tomaten nicht nur verkostet, sondern wir sind da gar nicht mehr rausgegangen aus dem Tomatengarten und das war einzigartig. Wobei wir auch Tomaten haben bei uns auf der Terrasse, aber ja, noch einmal ganz eine andere Liga. Ja, ich habe natürlich schon den Vorteil gehabt, dass ich eine gute naturwissenschaftliche Ausbildung erhalten habe, habe gelernt, die Natur zu verstehen, den Boden zu verstehen und habe natürlich auch die landwirtschaftliche Ausbildung und habe dadurch schon früh erkannt, dass die Zukunft in der normalen, also in der konventionellen Landwirtschaft, die was jetzt schon total in Richtung industrielle Landwirtschaft läuft, dass das keine Zukunft ist. Also der Parameter nur am Geld, das funktioniert nicht, wenn man mit der Natur arbeiten will. Also man muss andere Ebenen auch noch einziehen, die was viel höherwertiger sind. Und wenn man das macht, wenn man das alles bedenkt, und man das gut umsetzen kann, dann funktioniert es einfach. Weil ich bin ja in Beziehung mit dem Boden, weil ich bin ja bestrebt darin, dass der Boden eigentlich für mich ja etwas leistet. Also die Natur leistet ja permanent. Der Baum wächst ja auch, ohne dass man ihn sagt, du musst wechseln, sondern der macht ja das von selbst. Und so kann ich als Bauer steuern, ob da jetzt der Getreide steht oder Gemüse oder eine Kuh auf der Weide. Und diese Beziehung spiele ich natürlich weiter dann in die Tierhaltung. Also die Tiere zeigen mir auch, ob alles passt oder nicht. Speziell, wenn man so eine Rinderherde hat, wo man gleich mal 80, 100 Stück auf einer Weide hat, wenn du da charakterlich nicht fest bist, dann macht die Herde mit dir, was sie will. Und so kann ich die Herde führen und leiten. Selbst wenn einmal ein Fehler passiert, wie dass sie irrtümlich einen Zaun kaputt machen und im Gemüsefeld stehen, kann ich mit der Herde wieder aus dem Gemüsefeld rausgehen, obwohl sie wissen, dass dort der Salat oder den Brokkoli, was gerade fressen, besser wäre als wie die Weide. Aber man hat sie irgendwie, sie verlassen sich so sehr auf mich, dass das funktioniert. Und das war für mich wichtig, auch für die Zukunft, habe ich gesagt, weil es geht um den Erhalt unseres Planeten. Und wandern geht es nur in Kooperation, dass man das mit zusammen macht. Und das als Landwirt, als Bauer war mir unheimlich wichtig, dass ich natürlich auch eine Beziehung zu meinen Kunden habe. Und beziehungsweise ich selber, also ich bin ja auch Kunde für in anderen Bereichen. Ich suche ja auch eine Beziehung zu Produzenten, soweit es möglich ist. Und da ist dann die Idee entstanden, dass wir dann das Gemüse direkt selbst vermarkten, weil dieser
Dieser Schritt wurde von der Landwirtschaft total abgekappt. Also, dass man sagt, man liefert anonym irgendwo ab die landwirtschaftlichen Produkte und die Kompetenz der Lebensmittelversorgung übernimmt der Handel und der Bauer ist da gar nicht kompetent in dieser Sache und das hat uns nicht gefallen. Und deshalb haben wir gesagt, wir probieren mal das mit der Direktvermarktung. Und dadurch, dass Bioprodukte waren, Demeter-Produkte, haben wir natürlich eh sofort einen guten Anklang gefunden. Und dann haben wir das Riesenglück gehabt, dass sich hinter uns ein Verein aufgebaut hat, eine solidarische Landwirtschaft, die sich dann bereit erklärt haben, dass sie gesagt haben, okay, ihr macht so gute Sachen, wir unterstützen euch insofern, dass wir euch die Gewissheit geben können, dass wir euch die Ernte abkaufen. Und somit haben wir viel weniger Produktionsrisiko gehabt und hat natürlich in uns auch die Möglichkeit gegeben, dass sie wir geistig freispielen können haben. Und wir haben sie dann über Sachen Gedanken gemacht, die hätten wir sonst nie gemacht, hätte es diesem Verein der solidarischen Landwirtschaft zum Beispiel nicht gegeben. Und das sind lauter so Vorteile, wenn einfach die Leute dann zusammenarbeiten. Also die Kunden, die stellen sich hinter uns und ich stelle mich hinter die Kunden. Das ist so eine Win-Win-Situation für beide. Beide bekommen eigentlich das, was sie wollen und können nur profitieren davon. Hören Georg nicht? Georg, du bist abgeschaltet. Sehr viel Klarheit, Thomas. Eine ganz kurze Geschichte, bevor wir nochmal in die Reflexionsrunde, sage ich mal, geben. Dir ist es ein großes Anliegen auch im Tourismus, dass viel mehr die Verbindung Bauer, also Erzeuger, Konsumenten da ist, dass viel mehr bäuerliche Produkte verkocht werden, dass man sie mehr traut. Da gibt es ja auch sehr viele Glaubenssätze, wo man sagen, ist zu teuer, das geht nicht. Bio ist, glaube ich, in Österreich nur 5% oder zumindest in Salzburg so in der Gastronomie. Also, wo man sagt, man spricht über Mittel, die leben. Was wäre da dein Zugang oder deine Sicht oder was würdest du da an Gastronomen weitergeben aus Sicht des Erzeugers, des Bauers? Na, ich würde mir mal wen suchen in der Gegend, der, wo man das Gefühl hat, da könnte was funktionieren und dann eben einen Gedankenprozess anstarten. Könntest du nicht, wie schaut es aus, wenn man das ausprobiert? Weil ich glaube, in der Gastronomie muss es einfach viel ehrlicher werden in Zukunft. Und für mich ist das überhaupt nicht stimmig, wenn ich da jetzt irgendwo in einem Hotel Urlaub mache und schaue auf die grünen Wiesen und sehe die weidenden Rinder und serviert wird mir ein argentinisches Steak. Also das passt doch hinten und vorne nicht zusammen. Auf der einen Seite will man die grüne, gut erhaltene Landschaft verkaufen und auf der anderen Seite will man auch die Produkte, die diese Region erzeugt, nicht kaufen. Also das passt für mich nicht zusammen. Und wenn man sie aber jetzt in so einem Prozess ist und sich da nähert, dann wird alles viel ehrlicher und ich glaube, das strahlt einfach auch auf den Gast aus und dann erhält man einfach auch so ein Betriebsklima. In das Betriebsklima gehört ja der Gast genauso rein und das einfach schön ist. Also es, glaube ich, geht viel mehr ums Tun, um die Praxis. Es wird so viel in der Theorie besprochen und das sehen auch wir immer wieder, die Erfahrung, die gelebte Erfahrung macht es aus, auch in der Ökonomie der Menschlichkeit. Die Leute wollen alles Mögliche wissen, was passiert da. Es ist ein ko-kreativer Prozess, der ergebnisoffen ist. Aber was wir heute halt sehen, wir gehen in eine Zukunft, die jedenfalls lohnender ist als der bisherige Weg. Da, glaube ich, braucht man Projektgruppen, Workshops. Da geht es um Prozesse und dass man eben auch das vorzeigt, was bei euch schon funktioniert, dass man das transferiert. Da können wir dann nochmal reden. Lieber Gerald, was nimmst denn du wahr beim Demeter gut, beim Thomas? Bei dem, was uns der Thomas hier eben erzählt hat, ist mir immer wieder eingefallen, wie sehr in Zukunft in der klassischen Wirtschaft Tätigkeiten, die in irgendeiner Art und Weise wiederkehrend und monoton sind und die man in Algorithmen packen kann, von digitalen Geräten, also von Automaten und Robotern übernommen werden. Das breitet sich ja jetzt überall aus. Das ist diese große Welle der Digitalisierung, die jetzt mit der künstlichen Intelligenz so weit fortgeschritten ist, dass du
für viele menschliche Tätigkeiten keinen Menschen mehr braucht, sondern das macht ein Roboter. Und das hat nicht nur was mit primitiven Tätigkeiten zu tun, auch eine Operation oder ein juristischer Fall kann unter Umständen mit Artificial Intelligence und den entsprechenden Geräten besser durchgeführt werden, perfekter durchgeführt werden als durch einen Menschen. Und deshalb können wir eigentlich davon ausgehen, dass Menschen überall dort durch digitale Geräte ersetzt werden, wo Menschen Tätigkeiten ausführen, die man auf dem Zettel aufschreiben kann und sagen kann, erstens, zweitens, drittens, viertens musst du das und das machen. So wie das in der industriellen Landwirtschaft der Fall ist. Und da haben die so einen Dienstplan und da steht das alles drauf, was man machen muss. Wenn ein Bauer nicht richtig funktioniert, kann man einen anderen dahin stecken, dann macht der da weiter, weil die Arbeit wird sozusagen definiert und auch sozusagen durchgeplant. Und dann komme ich immer mit meinem Beispiel und sage, aber wenn, also ich kann natürlich jeden Gärtner ersetzen, der jetzt mit seinem Laubbläser da im Herbst durch den Garten geht und das macht, was auf dem Dienstplan steht. Dann brauche ich auch den Gärtner nicht mehr. Da kann ich auch irgendeinen Automaten später mal hinstellen, der bläst das Laub auch irgendwo hin. Aber ich kann niemals einen Menschen ersetzen durch ein digitales Gerät, der das, was er tut, liebt. Also ein Gärtner, der seine Rosen liebt, der ist niemals durch ein digitales Gerät zu ersetzen. Der hat einen solchen Blick, der hat so eine Nähe zu den, was er da tut, dass das niemals einprogrammiert werden kann in so einen Rechner. Und deshalb, glaube ich, wird es in Zukunft vor allem dort interessante Tätigkeiten geben, wo Menschen etwas tun, was sie wirklich gerne machen. So, und das sind dann auch die, über die wir die ganze Zeit reden. Das sind die der modernen Wirtschaft. Aber nicht, weil wir da mit denen größere Gewinne machen, sondern weil das einfach diejenigen sind, die sich um das kümmern, was digitale Geräte nicht können. Und da bin ich ziemlich sicher, dass das im Grunde genommen immer wertvoller wird, was die tun. Also das, was der Thomas da beschreibt, kannst du nur machen, wenn du die Pflanzen und die Tiere und den Boden und sogar die Kunden liebst, also die Menschen. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du einpacken und kannst dir da so deinen Hof verkaufen und der kann dann mit irgendeinem Automaten geführt werden. Ein Großrechner, der dir dann sagt, wann du da irgendwas auszubringen hast und der die Bodenfeuchtigkeit und die Düngermengen berechnet, die du da drauf zu tun hast. Da brauchst du den Menschen nicht mehr. Der kann dann weg. Mhm. Und das heißt, diese Geräte führen dazu, dass wir uns selbst abschaffen. Wenn wir nicht darauf achten, uns gegenseitig immer wieder daran zu erinnern, was uns als Menschen eigentlich ausmacht und dass es da etwas gibt, auch in der Wirtschaft, was ohne dieses Menschliche nicht geht. Ja, also und Menschlichkeit, Gerald, denke ich, hat auch mit Fehlerkultur zu tun. Thomas, du erzählst ja, dass du Dinge machst, die nicht immer funktionieren. Ein Grundvertrauen da ist, aber trotzdem eine gewisse Experimentierfreude dabei ist und mit sehr viel Gefühl und Verbundenheit dann weiter entscheidest. Also das sind ja, was ich so wahrgenommen habe, wie man bei dir waren, ja Unmengen von Entscheidungen. Was machst du gerade? Wo baust du wieder an? Was baust du an? Was könnte funktionieren? Wie ist die Witterung gerade? Also das ist ein ganz, ganz intensiver Prozess immer wieder. Und das merke ich bei dir auch, wenn es nicht gelingt, dann ist das halt so, oder? Ja, es gehört einfach viel Intuition dazu. Und Intuition ist einfach Gefühl und Herz zusammengeschaltet und natürlich gefüttert durch viel Erfahrung. Und dann geht es schon gut. Und natürlich ein Gottvertrauen, das ist ganz klar. Also, und wenn es nicht funktioniert, dann macht man auch irgendwie eine Analyse und denkt sich nach, ja, vielleicht ist es an dem und dem. Oft sind es ja wirklich nur Kleinigkeiten. Und dann ein anderes Mal funktioniert bestimmte Experimente wieder ganz leicht. Mhm. Natürlich, was wir auch machen, wir machen keine normierten Sachen. Also bei uns ist nichts. Also das Gemüse, was wir verkaufen, das ist nicht ein Supermarkt-Casting unterlegen, sondern wir verkaufen das Gemüse so, wie es gewachsen ist, weil so ist es natürlich. Und weil wir reden alle vom Umweltschutz und Leute auf der Welt verhungern und alles Mögliche. Naja, und dann will man alle eine gerade Karotte, die 10 cm lang ist und 2 cm im Durchmesser haben darf oder bla bla bla. Also nur an solche Parameter misst man sich,
ob die Karotte einen Geschmack hat oder nicht, das ist ein Einkäufer von einem Supermarkt vollkommen egal. Es muss die physikalischen Parameter müssen passen. Und das ist aber nicht menschlich. Ja, Thomas, und da sind wir jetzt, und auch Gerald und alle, die da sind, wir haben ja tolle Biobauern, Slow Food Kärnten, eine ganz tolle Organisation. Wir haben ganz viele da. Wir haben nur aus technischen Gründen gestoppt und niemanden mehr einlassen, weil wir schon ein bisschen überfordert sind mit der Technik. Wir haben es aufzeichnet und jeder kann sich das dann anschauen. Aber letztlich geht es ja doch auch darum, einen Bewusstseinswandel zu schaffen. Es gibt ja viele, die sagen, wir brauchen ein neues Wirtschaftssystem von oben. Und wir sagen, na, wenn wir es schaffen, gemeinsam über die Ökonomie der Menschheit in die Gesellschaft zu wirken und diese Konsumenten daran erinnern, was machst du jetzt gerade, was nährst du, welchen Kreislauf nährst du, A, mal mit dem, was du kaufst, und B, wie sinnvoll ist das jetzt auch? Ist das ein Lebensmittel? Was macht das mit dir? Also, dass man da richtig über viele, viele tausend Unternehmen es schafft, gemeinsam zu wirken, weil wir haben in Österreich 300.000 Unternehmer. Wenn man nur 10% nimmt, sind 30.000. 150.000 Bauern, Thomas. Wenn wir sagen, 10% sind 15.000. Wir haben eine gemeinsame Kraft, und ich glaube, jetzt ist an der Zeit, die zu schaffen. Und was auch noch so interessant war, wo ich mir auch immer die Frage stelle, wieso sind die Unterschiede so groß? Ich rede mit Unternehmern eine Stunde und nach einer Stunde sagt er, um was geht's jetzt? Ich habe mit dir ein paar Minuten geredet oder auch mit Sebastian, und der hat gesagt, genau das lebe ich schon, das stärkt mir, das nähren wir, das schauen wir, dass es noch mehr Kraft kriegt. Wieso ist, verstehen es gewisse gar nicht, und Thomas, für die ist die Ökonomie der Menschheit sowas von logisch, sowas von wesentlich und sowas von einer neuen Wirtschaft, wo wir echt das alte Paradigma wandeln können. Ja, für mich ist ja keine neue Wirtschaft. Für mich ist ja das eigentlich ein ganz altes Verständnis. Eigentlich braucht man sich nur an die 7 Todsünden halten, dann braucht man das Ganze gar nicht diskutieren. Und das, was jetzt ist, also ist ja das, was mir diese Sichtweise als normal, das andere, das, was mir, was du jetzt als normal siehst, das sind ja für mich Entgleisungen. Und diese Entgleisungen müssen wir einfach schauen, ja, die sollen entgleisen, aber wir haben eh unseren richtigen Weg. Also da bin ich total zuversichtlich. Das passt schon, das geht in die richtige Richtung. Es müssen nur die anderen bald noch draufkommen, dass nicht zur Entgleisung kommen, dass die richtige Weiche noch nehmen.